Seit Jahren passiert es, dass Rapper zusammen mit Streamern Content produzieren. Eigentlich profitieren am Ende des Tages beide davon, doch in der Vergangenheit gab es mehrere Fälle, wo bewiesen wurde, dass diese beiden sich nicht vertragen. Come on, bro, stop doing that, bro. What? I'm not doing nothing. I'm not with that game, bro. Heute sehen wir uns die besten Beispiele noch einmal an. Viel Spaß. Angefangen mit einem der größten Streamern auf der Plattform Twitch leiten wir dieses Video ein. Es handelt sich um niemand anderen als Kai Sinan, ein Mitglied von dem AMP Collective, welches unter anderem Streamer wie einem Phantom, Duke Dennis oder einen Agent beinhaltet. Eigentlich ist Kai nicht wirklich der Typ, welcher auf große Persönlichkeiten zurückgreifen muss, um bei seinen Viewern zu punkten, und er schafft sowas schon durch Streams mit anderen Leuten wie einem XQC. Doch dieses Mal leisteten zwei sehr brisante Persönlichkeiten dem großen Streamer Gesellschaft. Wir reden vom Powerpärchen Blueface und Krishan Rock. Momentan sitzen beide im Gefängnis, aber das Drama ist es, was diese beiden in den letzten Jahren wirklich am Leben hielt. Der Stream fing eigentlich ganz normal an, also für deren Verhältnisse normal, dennoch nahm er irgendwann eine komplett andere Richtung und es wurde irgendwann zu viel. Dann gab es auch noch einen Arc, in dem sich die beiden einfach live gestritten hatten. Is it a girl or a guy? What kind of question was that? Stop playing with me, bro. So it was a girl? I'm trying to relate to bro. Oh, why are you relating? I told you I took self-defense classes. Bro, what are you relating for? Und aus irgendeinem Grund wirft Krishan einfach mit einem f***ing Stuhl. Yeah, cause this is a little... My bad, Chad. Wait, you put a hole in my wall. You rich, you can fix it. God, you just put a hole in my wall. Wie viel von diesen Dingen am Ende nun gefaked waren und was davon wirklich echt war, wissen nur die Leute vor der Kamera, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die beiden wirklich so drauf wären. Kai äußerte sich außerdem zu diesem Stream nochmal in einem Podcast zu einem späteren Zeitpunkt. Krishan Rock and Blueface came on stream and I was like, yeah, fuck yeah, let me just do it. I'm gonna do on some Jerry Springer therapy shit, you feel what I'm saying? Krishan was actually shy at first, he was actually shy, hella cool. Then they had the liquor and shit, so they were tipping the Henny and shit, and we're just having a blast, we're having fun, and then she's like, wait, we need a seat for him, let's get a seat for him, and like gets a chair, walks over, and then like sees that he has a seat, and says, oh, we don't need this chair. Like, fuck this chair. And threw it at the wall, right? So, I'm looking at the wall. It's a big ass hole. So I'm like, yo, you just put a hole in my wall. Yeah. Uzi had called me that night. He said, bro, she threw a chair in your wall? Auch wenn das ja ein Happy End war, weiß man genauso wenig, ob es im nächsten Fall genauso sein wird. Wenn es nämlich um die Verbindung zwischen Streamern und Rappern geht, darf ein gewisser jemand niemals fehlen. Aiden Ross. Angefangen mit Streams, in denen er NBA 2K spielte, shiftete sein Content irgendwann in die Richtung von Just-Chatting-Streams mit Rappern, welche ihn in kürzester Zeit an die Spitze der Twitch-Charts katapultieren. Take it, wait. Bro, I was so scared right there, bro. Aiden wurde immer mit bekannten Rappern wie einem Lil Tecca, einem Tory Lanez oder einem DDG live gehen und die Pointe wäre immer die gleiche. Er würde anfangen, die homosexuellen Stereotypen überspitzt zu bedienen, um auf satirische Art und Weise den Künstlern eine Reaktion zu entlocken, die dann in 99% der Fälle viral gehen würde. Mit den Jahren allerdings und vor allem durch den Einfluss von Andrew Tate, einer Person, die noch eine große Rolle im Leben von Aiden spielen sollte, veränderte sich der Content und er würde heutzutage mit einer normalen Persönlichkeit Rapper bei sich zu Gast haben. Strip Club Money. You ain't got no strippers in here. Nah, I was getting right with sexy. God damn. I was getting right with sexy right there. I don't lie, I can't let a stack of money sit nowhere. I got like post-traumatic stress. From what? I
just like to throw money when I see it. Yeah, I feel you on that. Hierbei hatte er im Februar den Rapper 21 Savage zu Gast, welcher sich auch erst einmal normal verhalten sollte, aber im Verlaufe des Streams ein ziemlich fragwürdiges Verhalten an den Tag legt. 21 Savage und Aiden spielten im Stream ein NBA 2K-Match um $100,000, worauf ein $2,000 schweres Double or Nothing folgte und letztendlich ein $400,000 schweres Double or Nothing das Ende machte. Unerwartet für 21 führte Aiden Ross so hoch, dass er sich darauf einigte, für $250,000 aufzugeben. I'll tell you what, you owe me $250 instead of $388. You quit right now. Yeah. And I'm gonna tell you what I'm gonna do too. I'm gonna buy one of your people a car too. So you pick it out. I'm gonna buy one of your people a car with that money. What kind of car? Tell you what, I'm gonna I'll buy him a nice Tesla. I bet. Yeah, I'll buy him a nice Tesla, and then I'll buy someone in the chat that you're gonna pick out. You're gonna pick out some one of my people a car. I'm gonna pick out one, you know, one of your people a car. Nach der NBA PlayStation auf der Konsole suchten sie dann nach der nächsten Gambling-Aktivität und fanden sich bei dem Spiel High Card wieder. Eigentlich wollte Aiden persönlich eher mit einem Würfel spielen, aber 21 Savage bestand darauf, dass sie mit Karten spielen. Wer die höchste Karte zieht, gewinnt. Und pro Kartenvergleich stehen $10,000 zur Debatte. Natürlich benötigten sie dazu aber noch Spielkarten. Dazu öffnete 21 Savage ein Deck Bicycle-Karten, gibt es dann allerdings jemanden aus seinem Team vor Ort. In einem Moment, in dem Aiden Ross nicht hinschaut, erhält er das Kartenspiel zurück, das anscheinend ausgetauscht oder markiert wurde. In der Folge fällt auf, dass 21 Savage angestrengt auf die Karten schaut und sogar in einigen Situationen Hilfe bei der Auswahl der Karten von der Person erhält, die ihm das Kartenspiel zurückgegeben hat. Diese Situationen, die Aiden Ross im Moment nicht wahrnehmen kann, in denen er sich dem Chat widmet, bleiben den Usern natürlich nicht verborgen. Sie weisen ihn darauf hin, dass die Asse und Bildkarten markiert wurden. Und dann, erst eine Zeit später, wird Aiden Ross von seinem Team, das durch die Chatnachrichten alarmiert wurde und sich daraufhin das Kartendeck genauer anschaute, das markierte Deck Karten gezeigt. Gemeinsam schauen sie alle Karten durch und bemerken die eingeritzten Fingernagelspuren in den Bildkarten und Assen. Aiden Ross ist durchaus von der Entdeckung geschockt, auch wenn beide versuchen, den Stream noch weiterhin irgendwie professionell über die Bühne zu bringen. Nah, they're scratched, bro. Yeah? Yeah. These cards are both scratched. Look, I'll show you. Get the other face cards up. I'm gonna show you right here, watch. Right there is a little scratch. They're back onto They're marked, bro. They're back onto what? These are marked. Look. Look, you see a little scratch right there? This one got it though. Wait, scratch. You wanna see right here? We can play that same game back right now. Look, 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 look. Ray, look, watch, they have it on each card. That one right there is a scratch. That one right there is a scratch. Mm. Am I tripping? Yes. I don't know. Wait, let me see the other cards. I don't think you do that, bro. I know you wouldn't do that shit to me. But I don't know why the fuck you. Come on, let me see this shit real quick. Let me get another face card. Yeah, this one doesn't have it. You tripping. My bad, bro. You're right. You're right, bro. I'm tripping. I'm tripping. Diese Sache blieb vom Internet nicht unkommentiert. Beide Communities und unzählige Medien äußerten sich zu der Sache und selbst ein Aiden Ross machte ein Statement. Right after the stream ended, 21 called my phone and we spoke for like 20 minutes. And he was just saying to me like, I got the wrong people around me and I'm sorry about that, bro. It's just flat out embarrassing and I'm not that at all, and you know, I'm sorry, man, and all that stuff. And then he's like, send me your wire info, make sure you have the wire in the morning. He came through on it. I got the full $250,000, which is what we agreed on before starting the card game and before starting the dice, right? And the monkey. So we agreed on $250,000, and because that was his buyout. It was originally $400K, but I was like, you want a buyout? And then yeah, so he gave me $250,000 sent to my so it's not cap. I literally have the wire proof, but I gotta blur our information. Ob diese Art von Entschuldigung von 21 Savage nun ernst gemeint war, wo er ihn doch davor noch beleidigt hatte, wissen wir nicht. Aber für einen Rapper, der von sich behauptet, erwachsen geworden zu sein, war diese Aktion schon kindisch und asozial. Denn wenn man schon über 2K-Streamer wie Aiden Ross redet, dann vergisst man sehr schnell einen bestimmten Mann.
Black Boy Max. Angefangen mit Public Interviews in einer Gruppe genannt die Basement Boys, ist er heutzutage einer der 15 größten englischen Streamer auf Twitch. In 2021 begann er mit Streaming, nachdem er die Basement Boys verließ, reagierte auf Videos, machte Formate mit seiner Community und baute so wirklich eine große Community mit dem Namen 5 Star Gang auf. Im April jointe er auch offiziell dem FaZe Clan und streamt seitdem auch aus dem FaZe House heraus. Aber auch im Leben eines erfolgreichen Streamers läuft nicht immer alles nach Plan. Der Rapper DDG entdeckte letztens ein Video von Max, in dem er über den Rapper und seine Musik einfach nur lacht. Play that new DDG. Folgend darauf konfrontierte DDG dann Max im Livestream vom YouTuber Dayshay Frost. Bro, like, I'm really spending money on this shit. I'm really sitting in the studio trying this shit. Whether a nigga like it or not, it's like niggas is really putting their time and effort into this shit. For a nigga to downplay it that I met, not saying we like friends or no shit, but it should just be a different respect level, bro. Niggas should have more respect for me anyway. It's like, nigga, we coming from the same world. And so, I get what you coming from on the whole... This is my craft. I want people to take me serious, not disrespect shit. But again, you are sitting here saying I called your shit ass. I never did that. Now I know you're sitting there saying, yo, you laughing is implying that. Yo, bro, I'm literally laughing because I'm smashed as fuck and my man's made a funny face at me when you did that. I don't know what else to tell you. I dead ass don't. And if you're not willing to watch the rest of the clip, I don't know what to tell you on that either. Das Internet bildete sich eine Meinung und viele Kommentare wiesen darauf hin, dass DDG hier klar und simpel falsch liegt. Max konnte es beim besten Willen einfach nicht verstehen und so machte er in seinem Livestream dem Ärger immer wieder etwas Luft. Yo, I be trying to tell y'all niggas. I don't know why niggas get so mad easily at me. I don't know what it be, but I don't care to beef or talk to none of you niggas. Nachdem Frost das Video gefunden hatte, um das es sich handelt, sagte er, dass er das Video nicht so schlimm finden würde, jedoch würde er verstehen können, woher DDG sich angegriffen gefühlt hat. 1 a.m. in the morning, this right? Yo, this not 1 a.m., 1 p.m. Yo, bro, I'm not gonna lie, I don't know what to tell this, what he wants. I'm not here to beef with nobody. I don't care to do that. I give DDG and show this love all the time. If he don't see this one little clip, and get butthurt about it, and hate or whatever, then so be it. I don't give a f- But no. I don't know what to tell him, bro. I genuinely don't know what to tell him. Nah. I don't think it's something, like, to beef over, bro. It's definitely not that big, bro. Like, that is definitely not that big. DDG sagte Max nochmal, dass er seine Musik und in der Industrie respektiert zu werden sehr ernst nimmt und dass ihm das Ganze viel bedeutet. It's not that deep. It is not that deep, bro. You want ones with over and side eye in when someone said play your music? I want my ones with Blazy, bro. Just say we doing it straight. Like, y'all, bro. See, this trolling. Yeah. I'm trolling right now, but I wasn't trolling earlier, bro. Like, have some type of respect, bro. We met in person, everything was cool. Bro. Yo, the respect always you got, been you there, got bro. Too you much, don't gotta you got to tell me respect, bro. I know, look, you got too much influence, bro. What you say means something now. In einem Stream vertrugen sich die beiden dann endlich, nachdem das Missverständnis geklärt wurde. It was all three of us in the shipping put down, so it's all passed. It's not no beef, there's none. Bro, yeah, I know I'm not trying to be on that negative shit. But yo, bro, I'm gonna keep it all the way a stack. I didn't see this shit about LA, all this weird shit. You're telling me you seen a TikTok clip, bro, of a nigga not liking your music, potentially, which really, that wasn't even what it was, because you know, if you finish the clip, I literally said this nigga got decent songs. You see that, and that you gonna say, we in the same city? You gonna say you gonna slap Lacey? Come on, bro. I'm telling y'all, niggas really be doing too much, and it's good now, but I did not see this, though. This shit, that's lame as fuck. Missverständnisse führen oft zu Beefs. Und das auch im letzten Fall für heute. Der YouTuber und Streamer Bobblam ist bekannt für Videos über Rapper wie einem Lil Uzi Vert oder einen Playboi Carti. Am präsentesten aber ist er in der Underground-Szene, in denen er vor allem auf seiner Instagram-Newspage kleinen Künstlern eine Bühne bietet. Dort ist er immer einer der Ersten und hatte sogar zu Yeats Underground-Zeiten Videos über ihn gemacht. Big News. I know that we talked about Yeat a lot lately, especially with like beef with Autumn.
but also how he's like the newest, hottest rapper, and people were like trying to claim behind the scenes that he's like an industry plant or whatever because he was getting helped by management or he was signed, and that's how he blew up. He got the Drake co-sign because of connections. Which is partially true. Doch Anfang 2022 streamte Borbalam aus einer Studio-Session mit Trippy Redd und seiner Gang. Alles schien normal, doch im Laufe des Streams nahm es eine komische Wendung. Bob sprach über Ex-Freundinnen, Trippys Gewicht, ehemaligen Beefs mit Freunden und machte im Generellen Witze, welche Leute wie Trippy nicht lustig fanden. Das führte alles bis hin zu kurz vor Ende des Streams, als Trippy einfach snappte und er ihn zurechtweisen musste. Oh yeah, my girl is 5'6". Like, what the fuck? I got the same height? Me and him? No. That's crazy. Yeah. He's talking to me? No. I was like, damn. I'm not fucking with that shit. I don't need to get the fuck home with that. Talking to us? Talk about your ass. You talk about me. Yeah. I ain't talking about you, but I know shit. You brought the me shit. I don't like shit. Okay. Peace out. We're signing off. Dieses Ereignis spaltete das Internet in zwei Lager. Auf der einen Seite gab es Leute, welche Trippy verteidigten und meinten, dass die Jokes überhaupt nicht klar gingen und Bob sich benehmen sollte, wenn er bei Trippy zu Gast ist. Auf der anderen Seite gab es Leute, welche Trippy echt soft nannten, meinten, dass Borbalam einfach so ist vom Charakter her und Trippy überreagiert hätte. Borbalam ist schließlich bekannt dafür, wilde Aussagen und Jokes zu machen. Ein paar Tage später äußerte sich Bob selber zu der Sache und machte sein Statement. I'll take part of the blame. For what happened. However, at the same time, Trippy definitely did not have to react the way that he did. Like, he was saying, like, he was gonna beat my ass and shit. And, I was cooling with all of his friends who were there. Like, they thought, like, yeah, I was saying some wild shit, but that's just what I do normally, right? There was females in there, too. There was only two females. And we were talking to females. The females were fine. The females, like... It, like, we were talking to Suave's girl, like, yo, I was just joking around saying, like, yo, Santana wants your girl or whatever, but that wasn't over the line. That's just what I would do with my friends anyway. It's just, like, joking around. Obwohl Borbalam eigentlich eine sehr supportive Community hat, waren die Kommentare doch eher gegen ihn. Seine Zuschauer weisten ihn darauf hin, dass es etwas anderes sei, als wenn er diese Witze in seinen vier Wänden macht. Vor allem, wenn man den Arbeitsplatz eines Künstlers besucht und ihn nicht mal persönlich kennt. Ein schwieriger erster Eindruck, um ehrlich zu sein. Doch tatsächlich wurde ein Tag später das Ganze schon aufgeklärt und Bob machte ein Update-Video zu dem ganzen Ding. They wanted me to let y'all know it was a complete misunderstanding that I got kicked out of the studio. Basically, what happened with Trippy is that he thought that I, like, said some wild shit about his girl in a YouTube video. He got, like, the call or, like, from his girl or from, like, friends or from trolls or something. People were hitting him up while I was in the studio with him. He thought, like, why when he's talking, when I'm, you know, beefing with his girl, which I wasn't beefing with her whatsoever, but when I was talking down about her publicly, why was I in the studio with him, like, acting like it was all cool? So it had nothing to do with anything what we thought with, like, the jokes or me bringing up anything, like, or people calling him potentially fat in the chat. Like, I don't know. So we're cool. He called Sonny and told Sonny to tell me that, like, it was just a misunderstanding and that he was tripping. Like, it wasn't as big of a deal as what he potentially or what he originally thought.